Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2K TV zu einer neuen Folge von WWE 2K17 My Career. Wir haben heute bei Raw ein Match gegen Daniel Bryan und sehen auf jeden Fall, dass unser Heal-Status unter der Hälfte ist, was sehr, sehr geil ist. Also wenn die Promo heute da gut läuft, dann könnte es sein, dass wir so beim Drittel angekommen sind. Aber mal schauen. An das Match gegen Daniel Bryan glaube ich nicht, weil meistens ist es ja so, dass bei Raw die Matches von der Autorität geändert werden. Aber lass uns überraschen. Und selbstverständlich kommen wir wieder in den Showanfang mit einer Eigenwerbung. Werbung, nicht Werbung. Ja, und da sind wir bei Raw. In der Arena. Wo auch sonst. Wo sind wir denn heute zu Gast? Komm, haut's raus, Leute. Providence. Noch nie gehört. Ja, dann schauen wir doch mal, wie das mit der Promo heute läuft. Und dann sind wir wieder auf dem Weg. So, schauen wir mal, was wir zu sagen haben. Ihr werdet es richtig schnell ernst werden, mir geht es nicht um den Applaus, die Konkurrenz war dumm, aber hart. Ihr fragt euch, warum ich hier bin. Mir geht es nicht um den Applaus vielleicht. Nein! Oh Gott, lasst mich vorne weg, also, mir geht es nicht um den Applaus. Es ist mir egal, ob euch gefällt, was ich zu sagen habe, ob ihr mir zu oder gut. Ich bin nicht hier, weil ich eure Erlaubnis brauche. Ich bin, um ein Statement abzugeben. Ah, scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Gut, ist jetzt nur ein kleiner Strich, aber trotzdem, das ärgert mich. Wahrscheinlich unten doch der letzte Punkt am besten gewesen. Was ich sagen will ich ihm? Es ist riskant, aber ich muss reden. Ihr dürft noch meiner Größe mich beschäftigen. Es ist riskant, aber ich muss reden. Ja. Bin nicht ganz sicher, ob ich hier rauskommen und sagen sollte, was ich zu sagen habe. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich weiß, dass es riskant ist, aber ich muss es sagen, also hört her. Jetzt haben wir es wieder ungefähr ausgeglichen, glaube ich. Also unseren Fehleinstand. Ich mache vor nicht halt meine Gebiete und Authority. Ich will einen Titelkampf. Heute schreibe ich Geschichte. Ich will einen Titelkampf vielleicht. Ja, okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall ausgeglichen wieder. Zeit ist reif, mein Vermächtnis zu gestalten, die Zeit ist reif zu beweisen, dass ich das Zeug habe, der Beste zu sein, bla bla. Alles steht auf dem Spiel, bei mir wisst ihr immer, woran ihr seid, ich fordere ein Match, ich bin das Gesamtpaket. Bei mir wisst ihr immer, woran ihr seid, da wissen wir, dass das gut ist, das nehmen wir. Wahrscheinlich Gesamtpaket wäre vielleicht auch gut gewesen. Ich möchte nicht, dass es Unklarheiten darüber gibt, wer ich bin oder was ich denke. Wenn ihr etwas wissen wollt, müsst ihr nicht fragen, ich werde es euch sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Ja, das war heute so in der Promo nicht so förderlich. Wurden eigentlich den ganzen Tag zurückgeschmissen damit. So, ich fange gerade erst an. Ich gebe nicht auf. Preist mich, wie es mir zuspielt. Gemeinsam schaffen wir alles. Jawohl. Okay, damit bin ich zufrieden. Lange hatte ich mich selbst, als ich irgendwie ankam, Energie unterstützen, bla bla bla, das wieder mit den Freunden. Das kennen wir alle schon. Das kennen wir ja alle schon. Gibt es eigentlich eine Trophäe, wenn man immer so eine Promo-Leistung komplett hat? Also komplett rot die Leistung? Ich weiß nicht. Warum werde ich eigentlich ausgebuht? Ich denke, ich habe so viele Freunde. Ja, gut. Da höre ich schon die Musik von Triple H. Und damit wissen wir, dass das Match gegen Daniel Bryan wohl nicht stattfinden wird. Seither macht so ein geiles Käfig-Match draus. Das hatten wir schon mal. Das wäre cool. Aber dass der immer nur bei Raw auftaucht.
Ich bin sicher, du bist gerade in unsere Show gekommen, stellst vor, und komisch, mich gewöhnt daran, das Recht eingeräumt zu haben, aber ich gebe dir etwas anderes, ein False Count Anywhere Match, nicht ganz das, worum du gebeten hast, aber im geschenkten Ball sofort. Und eine Sache noch, dieses Match ist passiert nur heute. Okay. False Count Anywhere, also heißt No DQ, aber wir müssen ja keine Waffen oder so einsetzen, das ist ja in Ordnung. Ich bin mal gespannt, gegen wen. The Rock auch wieder am Stissel. Brody Tyson. Also Mist gegen Baron Corbin, Lance Slater und Kane. Rusev, Mann! Immer hier diese komischen Typis da von der League of Nations. Getting goosebumps anticipating this one. It's a false count anywhere match, and it happens next. We have one of the best talents on the roster to date versus Rusev. For everyone watching at home, I'd prepare to witness the unbelievable. Jo. Mal gespannt, ob Sascha mitkommt. Ja, Sascha ist dabei. Okay, beim False Count Anywhere Match wundert mich das eigentlich. The following contest is scheduled for one fall and accompanied by Sasha. Jawohl. Skippen wir mal. Rusev Machka. Oh, schütt ich mir was zu trinken ein. Dann gucken wir uns ein bisschen das Entrance von Rusev an. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch so WrestleMania gefallen hat. Ich denke, mittlerweile könnt ihr auch so Ergebnisse oder so, dass wir darüber reden, sollte in Ordnung sein nach über einer Woche. Dann müsste doch der Draft durch sein. Also ich produziere wieder vor, aber jetzt müsste, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste eigentlich der Draft durch sein. Können wir mal schreiben, was ihr davon haltet? Ja gut, das reicht. Mann ey, warum nicht ein Match gegen Daniel Bryan? So, Rusikowski. Ja, super. So, hin und her, da ist es. Okay, jetzt weiß ich, wie der Move geht. Den wollte ich nämlich die letzten Matches mal machen, weil ich wusste irgendwie nicht mehr, welche Tastenkombination das war. Oh, DDT ist eigentlich gefährlich. Gut, jetzt am Anfang sollte das noch gehen. False Count Anywhere, ist klar. Was macht der denn? Ist der doof? Nein. Wow. War nicht unwichtig. Alter. That's how you make an impact. Ach, dieses Reversal, das ging mir so auf den Sack. Looking a bit surprised by this assault. Was ist das denn? Warum steht denn er dauernd auf? Gut, ich habe den jetzt getroffen, aber es hat gar keinen Sinn gemacht, dass ich den so getroffen habe. Aufgabegriff. Also was ich mir wirklich vom neuen Teil wünschte, dass da gerade so welche wie Rusev, der hat ja zum Zeitpunkt von dem Stichtag der Roster, war ja Lana definitiv seine Managerin. Also sowas zum Beispiel, dass halt wirklich die originalen Manager dann mit dabei sind. Und das bei Brock Lesnar. Wie oft habe ich gegen Brock Lesnar schon gekämpft? Wie oft habe ich Paul Heyman gesehen? Paul Heyman habe ich nur dann gesehen, wenn ich ein Backstage-Segment mit dem hatte. Aber das ist auch schon ewig her. So, sehr schön. Follow-away-Slam.
It's nearly impossible to stand, let alone deliver any offense. Nein. Rusev showing his skills. Das ist geil, wie das aussah. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. He's making a statement here with this attack. Er kontert das. Leck mich. Er kontert wirklich mein Signature. He's starting to show signs of fatigue. He's still got plenty of gas left in his tank, though. Ja, Rusev, geh mir denn auf die Eier, Mann. Wir wissen doch alle, dass das für dich nicht gut ausgeht. Hey, was geht denn hier ab? Diese Grafikfehler hier, das ist Wahnsinn. Scheiße, Mann. Left in his tank. You're right, he kicked out with ease. Nein, der Ecolite, oder wie es heißt. Oh man, that stomp to the back. Followed by, oh my, there's the submission hold. He's in the driver's seat now. Whoa, Alter. Das war gar nicht so leicht jetzt, muss ich sagen. Vor allem ist mein Körper mehr angeschlagen als der von Rusev. Mein Hund meckert gerade wieder rum. So, jetzt sitzt aber Davy Boy hier. Das Seil, ey. Habt ihr das gesehen, wie das Seil darunter hängt? Als ob, ey. Es sei denn, das Bein von Rusev wiegt eine Tonne. Dann kann ich mir das vorstellen, dass das vielleicht passiert. Was stand da eigentlich, wenn ich den ins Seil werfe? Probieren wir mal aus. Oh. Nein, Alter, krass. Nee, Rusev habe ich ganz schön unterschätzt. Nein. Hilfe. Weg mit dem Knüppel da. Ja, jetzt nochmal. Was stand denn da mit Dreieck? Probieren wir nochmal aus. Nein. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Ich glaube ohne Scheiß, sobald ich face bin, das erste. Ach, Scheiße, Mann. Das erste No-DQ-Match kommt, ich werde den so verkloppen. Yo, habt ihr das gesehen, ey? Und er setzt den Pin, nicht der Idiot. So, nochmal jetzt. Warum steht eigentlich der Ringrichter jetzt draußen? Alter! Was auch immer das war, aber es war krass. Mach du mal, Rusev. Ey, lass Sascha in Ruhe. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein. Evo Splash. Ich finde, das ist echt eine geile Kombi. Na komm. Jawohl. Cool. Das war gar nicht so leicht, das Match. Und weh, da ist jetzt irgendeine Leiste hochgegangen. Ich habe auf jede Art von Waffen verzichtet. Ich habe sogar krasse Spots gezeigt. Hab ich noch nie gemacht, den Move. Ich wusste gar nicht, dass ich das hab.
cooler Typ, ne? Ja, sehr gut. Die Leiste ist geblieben. Alles entspannt. Sind 4 Sterne. Oh, wir haben sowas für die Autorität getan. Jo, liebe Leute, dann schauen wir mal, was morgen bei SmackDown abgeht. 12 Uhr geht's dann morgen weiter. Und hoffen natürlich auf einen coolen Gegner, aber ich tippe wieder auf Cena oder Brock Lesnar. Oh, ich bin so ein Hellseher, das gibt's ja gar nicht. Also Leute, morgen ein Match gegen Brock Lesnar. Wenn es euch heute gefallen hat, dann hinterlasst mir mal einen Daumen nach oben, schreibt mir was Schönes in die Kommentare und wie gesagt, jeden Tag gibt es um 12 eine neue Folge. Wer Bock drauf hat, einfach mal ein Abo hinterlassen, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, wünsche euch allen einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.